P186 ist mit einer maximalen Zugkraft von 8,6 Tonnen der zweitstärkste Vertreter der Pfanzels Profi-Getriebeseilwinden. Es gibt noch drei weitere Modelle, die einen Zugkraftbereich von 6 bis 10 Tonnen abdecken, sowie 5 Typen mit Doppeltrommel. Nachdem sich die Geräte seit knapp 30 Jahren erfolgreich am Markt behaupten konnten, haben sie nun ein neues Design und ein technisches Update erhalten. Im Fokus der Weiterentwicklung standen der Bedienkomfort, die Ergonomie sowie die Sicherheit für den Anwender und das Fahrzeug. Die Seilwinde wird an die Dreipunkthydraulik gekoppelt. Der Schwerpunkt sitzt nahe am Traktor, der zusammen mit dem Gerät eine kompakte Einheit bildet. Wir sind auf dem Weg zu unserem ersten Einsatz und fahren hinauf in den Bergwald, wo ein anspruchsvolles Szenario auf uns wartet. Eine rund 100 Meter lange Bergabseilung von Käferholz, das bereits einige Tage zuvor gefällt wurde. Den Valtra N134 steuert heute Diana. Am Ort des Geschehens senkt sie zunächst das Schild ab und schiebt es in den Boden, damit der Traktor auch bei seitlichem Zuzug sicher steht. Zapfwelle einschalten, den Motor auf Drehzahl bringen und schon kann's losgehen. Serienmäßig ist die Seilwinde mit einer Funkfernsteuerung von HBC ausgestattet. Damit lässt sich optional neben den Standardfunktionen sogar der Motor starten bzw. stoppen und die Drehzahl verändern. Um das schwere Stahlseil mit den Ketten den Berg hinaufzuziehen, hat sich Pfanzelt eine clevere Lösung einfallen lassen. Eine hydraulisch angetriebene Hilfswinde mit 240 Meter Kunststoffseil. Zunächst aktiviert Diana den Freilauf an der Trommel. Dann hängt sie das Seilende mit einem Karabiner ins Stahlseil und zieht mit einer Umlenkrolle eine Schlaufe nach oben. Das leichte Kunststoffseil lässt sich mit geringem Kraftaufwand ausziehen. Am Ende der Trasse angekommen, befestigt Diana die Umlenkrolle an einem Baum. Jetzt kann sie per Funk das Stahlseil und die Jokerketten bequem nach oben ziehen. Eine sehr elegante und kräfteschonende Lösung, speziell in diesem anspruchsvollen Gelände. Nachdem Diana das Holz mit den Ketten an das Seil gehängt hat, aktiviert sie nun an der Funkfernsteuerung den Zuzug. Das Hilfsseil muss dazu nicht ausgehängt werden. Die hydraulische Winde wird automatisch mitgesteuert und behindert die Rückearbeit nicht. Unten angekommen, hängt man die Stämme aus und zieht das Seil mit der Hilfswinde wieder nach oben. Idealerweise ist man bei dieser Arbeit zu zweit. Eine Person hängt oben das Holz an und bedient den Funk. Die zweite Person steht unten an der Winde und hängt die Stämme wieder aus. Nachdem Diana eine Zeit lang geseilt hat, liegt viel Holz hinter der Seilwinde. Um bequem weiterarbeiten zu können, will sie nun erst einmal einige Stämme zum Polterplatz rücken. Damit sie das Hilfsseil nicht ausbauen muss, können Seiltrommel und Säule mit wenigen Handgriffen abgebaut werden. Dazu einfach die Trommel entriegeln und herausnehmen. Dann die Säule herausziehen und zur Seite legen. Fertig. Der Wiedereinbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge und ist genauso einfach. Aber nicht nur bei solch speziellen Einsätzen, sondern auch beim Bergaufrücken von starkem Holz macht die Profi-Getriebeseilwinde von Pfanzelt eine gute Figur. Der Seilausstoß senkt den Kraftaufwand beim Ausziehen erheblich. Die Ausspulvorrichtung im Schwenkarm der Seilverteilung wird hydraulisch angetrieben und elektronisch geschaltet. Sobald man den Ausstoß aktiviert, wird das Seil über mehrere flexibel aufgehängte Andruckrollen auf einem großen Radius fest an die Seilrolle gepresst. Durch den besonderen Aufbau und große Auflagefläche der Andruckrollen auf dem Seil ist die Funktionsfähigkeit trotz Verunreinigungen oder Seilverletzungen immer gewährleistet. Die Ausrichtung der Trommel in Zugrichtung ermöglicht einen besonders leichten Auszug und geringen Verschleiß, weil das Seil nicht über mehrere Rollen in verschiedenen Richtungen gespult und gewickelt wird. Das bestätigen auch unabhängige Prüfungen des KWF. Das Seil greift man idealerweise immer am Tutum an.
eine Kunststoffhülse, welche die Hand vor Quetschungen und Verletzungen durch Seilschäden schützt. Alle Funktionen werden über die serienmäßige Funkfernsteuerung von HBC bedient. So kann Diana außerhalb des Gefahrenbereichs agieren und hat das Geschehen immer perfekt im Blick. Sollte der Funk einmal streiken, kann man im Handumdrehen mit der serienmäßigen Kabelfernsteuerung weiterarbeiten. Beim Einziehen wird das Seil mit einem zwangsgeführten Verteilarm gleichmäßig auf die Trommel gewickelt. Eine federbelastete Druckrolle hilft zusätzlich, das Seil optimal über die komplette Breite der Trommel zu verteilen. Die Einlaufbremse sorgt für eine straffe Wicklung, auch wenn keine Last gezogen wird. Sobald die Last größer wird, öffnet sich die Bremse automatisch. Beim Ausziehen des Seils ist sie grundsätzlich offen. Optional bietet das große Zubehörprogramm auch zwangsgeführte Seilverteilungssysteme. Die breite Trommel mit großem Kerndurchmesser beschert der Profi-Seilwinde einen sehr geringen Zugkraftverlust von der unteren zur oberen Seillage. Die niedrige Seileinlaufhöhe ermöglicht ein komfortables Arbeiten ohne untere Umlenkrolle. Auf Wunsch gibt es alle Pfanzelt-Profi-Seilwinden auch in der Ausführung mit zwei Seiltrommeln. Die Geräte arbeiten hydraulisch unabhängig vom Traktor und werden über die Zapfwelle mit 540, 750 oder 1000 Umdrehungen pro Minute angetrieben. Von der Gelenkwelle verläuft die Kraft über ein Sternradgetriebe zu einem im Ölbad laufenden Präzisionsschneckengetriebe. Diese bewährte Bauweise birgt für höchste Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer. Peter Voderholzer erklärt die Technik. Das Herzstück der Pfanzelt Profi Seilwindenbaureihe ist das Getriebe, das man hier sieht. Das gibt es in unterschiedlichen Trommelbreiten und unterschiedlichen Zugkräften. Der Aufbau ist dabei allerdings immer der gleiche. Wir sehen hier auf der Seite die großdimensionierte Bremse, die aus Lamellenbremse ausgefertigt ist. Wir sehen hier in der Mitte die Lamellenkupplung. Die beiden zusammen ermöglichen eine präzise Überschneidung und eine exakte Steuerung der Seilwinde. Hier auf der Seite ist der Antrieb, das Schneckenradgetriebe, das laufruhig im Ölbad geführt wird. Mit der Pfanzelt-Präzisionssteuerung PPS lässt sich die Seilwinde an die jeweilige Rückesituation anpassen. Durch Vorwahl an einem Kippschalter kann Diana schnell und unkompliziert die Überschneidung von Kupplung und Bremse in drei Stufen verändern. Ideal für windenunterstützte Baumfällungen wie in diesem Einsatz. Um den Baum in die korrekte Falllinie zu ziehen, wurde das Seil zuvor mit einer Rolle umgelenkt. Mehr Sicherheit bringt auch das Pfanzelt PHS-System. Es gewährleistet einen permanenten Hydraulikdruck im System und somit kurze Reaktionszeiten, auch nach mehreren Schaltvorgängen. Entwickelt und gebaut werden die Geräte am Pfanzelt-Firmensitz in Rettenbach im Allgäu. Durch ein variables Baukastensystem können die Profi-Getriebeseilwinden ganz individuell nach den unterschiedlichsten Anforderungen der Kunden gefertigt werden. Entgegen dem weitläufigen Trend kauft Pfanzelt nur wenige Teile zu. Eine hohe Fertigungstiefe ermöglicht kurze Lieferzeiten und sichert größtmögliche Zuverlässigkeit und Qualität aller Bauteile. Alle Profi-Getriebeseilwinden verfügen über ein Schild aus hochfestem Feinkornstahl. An der P186 ist es 1,80 Meter breit. Durch die Keilform wird der Traktor auch bei seitlichem Zuzug sicher abgestützt. Damit die Seilwinde zu jedem Schlepper passt, sind weitere Schildbreiten mit 2 Metern, 2,20 Meter und rund 2,40 Meter erhältlich. Auf Wunsch kann das Schild auch hydraulisch klappbar ausgeführt werden. Dank seiner robusten Bauweise eignet es sich hervorragend zum Poltern von schweren Baumstämmen. An der Vorderseite gibt es große Staufächer für die Ketten sowie praktische Halterungen für einen Benzinkanister und für die Motorsäge. Das verstellbare Gitter über dem Schild bietet Schutz für den Bediener und verhindert Schäden am Traktor. An der Fronthydraulik unseres Valtra N134 ist ein stabiles Polterschild angebaut. Es dient als Ballast, verbessert die Standsicherheit und kann ebenfalls zum Poltern verwendet werden.